Wo ist sie? Maddie und ihre Eltern haben das Land schon verlassen. Auf einem Frachter Richtung Kanada. Wenn sie dort sind, bekommen sie neue Identitäten. Ruf das Schiff an. Hol sie zurück. Zu spät. Sie wollten doch helfen. Ich hab's versucht. Wir müssen doch irgendwas tun können. Oh ja. Ich fahr hier hinterher. Was, nach Kanada? Du kannst nicht einfach nach Kanada fahren. Das wirst du schon sehen. Rivian! Ich dachte, du musst heute früh in der Schule sein. Ja, ich habe die Hausaufgaben vergessen. Ich will nicht, dass du zu spät kommst. Ich hasse Krawatten. Du siehst schick aus. Gehst du jetzt? Ja. Bist du zum Abendessen da? Vielleicht gehe ich noch weg. Okay. Wow. Wie komme ich dazu? Ich danke dir, dass du für mich sorgst. Irgendwann werdet ihr das auch schätzen, Jungs. Träum weiter, Rydian. See you later, Alligator. In a while, Crocodile. Hey! Hör mal, du spinnst doch. Du kannst doch nicht ganz Kanada nach ihr absuchen. Wie willst du da hinkommen? Ich mach das schon. Wie denn? Instinkt. Sie ist untergetaucht. Ein Wolfsblut findet sein Rudel immer. Hey, ich dachte, wir sind dein Rudel. Ihr seid kein Wolfsblut. Leute. Ich muss das tun. Dann tu es eben. Also, nächsten Monat geht's los mit dem Praktikum. Langsam wird es Zeit, euch zu überlegen, wo ihr es machen wollt. Die Schule wird... Seien Sie die Verspätung, Sir. Die Coldwell Lane war wieder überflutet. Wir mussten einen Umweg machen. Hat Rydian auch die Coldwell Lane genommen? Er ist nämlich noch nicht da. Woher sollen wir das wissen? Ich dachte, ihr... Wir sind nicht seine Aufpasser. Oh! Ruhe! Eure Zukunft. Wo liegen eure Stärken und eure Schwächen? Tja, ich bin gut darin, Freunde zu verlieren. Alles verändert sich, nicht? Alles geht in die Binsen. Mom? Was ist passiert? Sie wurde angeschossen. Hey, Shen. Läuft das mit der Pause?
Was macht ihr denn in der Pause? Was Romantisches? Nur eine Musikaufnahme, nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Ja, Harry, nichts Besonderes. Es gibt im Leben Wichtigeres als Musik, weißt du? Oh, oh, Zoff im Paradies. Tut mir leid. Wenn du nicht willst, doch, dann... Doch, wir treffen uns in der Pause im Musikraum. Da war so ein Typ in unserem Revier. Ein Typ mit einem Gewehr. Jana hat sich verwandelt, um ihn abzulenken, aber sie war nicht schnell genug. Nehmt sie, ich hol den Schlüssel. Kommt rein. Legt sie auf das Sofa. Hier. Ich dachte, es würde heilen. Ich habe Mittel, die eine Infektion verhindern. Was ist mit den Zahnwölfen? Werden sie uns helfen? Sie sind nicht mehr da. Was? Dr. Whitewood hat rausgefunden, was sie sind. Sie sind auf dem Weg nach Kanada. Was ist Kanada? Ist doch vollkommen egal. Du hast gesagt, sie helfen uns und jetzt sind sie nicht da. Wie lange ist Maddie schon weg? Sie sind eine Woche nach dir gegangen. Oh, Radian. Also haben wir unsere Alpha umsonst hergebracht. Nein, Radian kann helfen. Kannst du doch, oder? Natürlich kann er das. Ja. Bringen wir Jana nach oben. Frechheit. Jetzt will er unsere Hilfe. Da steht dringend, Sam. Mal aus dem Weg. Okay, mach es mir nach. Du tragst alles genau ein. Oh, das ist schlecht. Was für ein Gestank. Kenneth, was habe ich über Ammoniumsulfid gesagt? Okay, alle nach draußen. Ihr zwei geht ins Krankenzimmer und lasst euch untersuchen. Alle anderen warten im Korridor, bis der Gestank nachlässt. Wie kannst du ihr helfen? Bring mich ins Krankenhaus. Wenn du das Reden übernimmst, geht es schon. Das können wir nicht machen. Die rufen gleich die Polizei an. Sie machen Bluttests und finden raus, was du bist. Krankenhaus läuft also nicht. Und wie soll das dann laufen? Wir müssen sie zum Rudel zurückbringen. Wir rufen Toms Mutter her. Sie ist Ärztin. Eine Heilerin mit Werkzeugen und Medizin für Menschen. Warte draußen. Carrie bleibt bei mir. Sag ihm die Wahrheit. Sag es ihm. Ich schaff's nicht, die Kugel zu entfernen. Sie sitzt zu tief. Sie vergiftet sie. Wenn wir sie nicht rauskriegen, dann sterbe ich. Sie wissen es nicht, oder? Ich werfe sie nicht mehr die Rudelführerin, wenn sie es wüssten. Das liegt in ihrer Natur. Sie brauchen ein starkes Alpha-Tier. Tom wird wissen, was zu tun ist. Das war ein großer Fehler. Wir hätten sie nicht herbringen sollen. So ist sie nun mal. Wolfsblut und Menschen helfen einander, denkt sie. Ich halte nichts von dem Jungen und vom Vertrauen seiner Mutter in die Menschen. Wo ist Radian? Was habt ihr mit ihm gemacht? Mein ihr Aaron, Schluss damit! Sie sind hier, um zu helfen. Das gibt's doch nicht. Tom,
Du musst deine Mom holen. Was? Das ist Janas einzige Chance. Bist du verrückt? Mom macht sowas nicht. Kannst du sie nicht überreden? Du weißt doch, dass sie sich an die Vorschriften hält. Als erstes wird sie die Polizei rufen und dann einen Krankenwagen. Und genau das musst du machen, jetzt gleich. Hallo? Hallo. Hier ist Ridian Morris. Der einzige Ridian Morris, den ich kenne, ist auf dem Weg nach Kanada. Ich brauche deine Hilfe. Was willst du? Ich brauche einen Wolfsblutarzt. Dace hier bringt einen Arzt her. Ein Heiler von Segolia. Was ist das, Segolia? Ein Rudel? Eine Riesenfirma. Das ist sowas wie ein Rudel für Menschen. Es sind auch Wolfsblutleute dabei, aber die meisten Menschen wissen das nicht. Dieser Heiler ist ein Wolfsblut? Es wird der beste verfügbare Arzt sein, Mensch oder Wolfsblut. Willst du einen von uns oder den besten Heiler? Was ist das? Essen für Jana. Hot Dogs. Hund! Nein, ist es nicht. Das heißt nur so. Ich bring sie hier. Bernie ist im Ruhestand in Spanien und Katrinas Familie hat jetzt das Café übernommen. Rate mal, welche Farbe es hat. Ganz bunt, oder? So ist es. Es war so schön, als wir noch alle zusammen waren. Ja, wir hatten viel Spaß. Du könntest hier bleiben, bis du wieder gesund bist. Ja. Lass meine Anführerin in Ruhe. Aaron! Ihr überredet sie, in eurer Welt zu bleiben. Wir wollen nur das Beste für sie. Woher wollt ihr wissen, was das Beste für sie ist? Ihr seid kein Wolfsblut. Ihr dürft sie nicht von uns weglocken. Niemand hat hier vor, irgendjemanden irgendwo hinzulocken. Du bist ein Lügner. Deswegen hast du sie hergebracht. Ihr habt um Hilfe gebeten und genau die beschaffe ich jetzt. Ridian! Sie ist am Leben. Gerade noch. Ich suche Ridian. Ich bin Dacia. Er hat mich um Hilfe gebeten. Wo ist dein Wolf? Bist du wild? Ich bin ein echtes Wolfsblut. Du hast den Wolf in dir verdrängt. Du bist das erste wilde Wolfsblut, dem ich begegne. Dein Haar riecht nach Blumen. Alles Übrige an dir riecht vergiftet. Dacia! Wo ist der Arzt? Bei einem Patienten. Es wird eine Weile dauern, bis er hier ist. Wir können nicht warten. Jana liegt im Sterben. Das ist nicht richtig. Sie sollte sich draußen in der Wildnis verabschieden, wie ein Wolf. Ein Wolf? Schreib mich noch nicht ab, Mynir. Ihr seid mein Rudel. Wie ein Wolf. Wie ein Wolf! Ich habe einen Notfall. Wurde auch Zeit. Da drin. Da auf dem Tisch. Das ist dein Hund. Ich habe nicht die ganze Wahrheit gesagt. Carrie Jones. Ich bin Zoologin. Ich studiere Wölfe. Wir haben sie im Wald gefunden und Dr. Jones gerufen. Sie hat gesagt, wir brauchen einen Veterinär. Sie wurde angeschossen. Eine Schande. Ein wundervolles Tier ist das. Es wird das Beste sein, wenn ihr alle draußen wartet. Was wird das?
Es tut mir leid, aber ich finde, sie muss von ihrem Leiden erlöst werden. Heißt das, Sie wollen sie einschläfern? Das ist ein wildes Tier. Es weiß, dass es sterben muss, sonst hätte es euch angegriffen. Es tut mir leid. Wow, warten Sie mal. Ich habe keine Wahl. Sehen Sie mich an. Sehen Sie mich an, bitte. Sie wird Ihnen nichts tun. Sie will nur mit Ihnen bekannt werden, Ihre Witterung aufnehmen. Kommen Sie. Ich stelle sie ihr vor. Strecken Sie Ihre Faust aus. So, sehen Sie? Sachte. Haben Sie keine Angst. Es ist gut. Alles in Ordnung. Sie sind eine Heilerin. Dazu wurden Sie geboren. Holen Sie die Kugel heraus und reinigen Sie die Wunde. Sie ist betäubt worden, oder? Ja. Was ist, wenn sie sich verwandelt und zum Menschen wird? Daran habe ich nicht gedacht. Carrie wird das nicht zulassen. Wie kann sie es verhindern? Jana ist bewusstlos. Das mit Maddie war nicht deine Schuld. Ich hätte dir keine Vorwürfe machen sollen. Tut mir leid. Wenigstens ist sie mit ihrer Familie zusammen. Hör auf meinen Rat. Bleib eine Weile bei deiner Familie. Entschuldigung. Oh nein. Das ist Harry. Irgendwann musst du mit ihm reden. Mach schon. Hi, Harry. Alles okay? Ich habe gehört, ihr habt Gift abgekriegt. Tom und du? Ja. Wir haben irgendein Gas eingeatmet. Die Schwester hat uns nach Hause geschickt. Ich komme vorbei. Nein. Nein. Ich komme schon klar. Ist nur eine Reizung im Hals. Und meine Stimme ist weg. Okay. Gute Besserung. Das wird schon. Danke. Wir sehen uns, ja? Ja. Es wäre besser, wenn ihr wieder in die Schule geht. Kommt nicht in Frage. Das ist der Ort, wo wir im Moment hingehören. Ob Wolfsblut oder nicht. Tut mir leid. Ich hätte das nicht sagen sollen. Das war nicht fair. War es absolut nicht. Natürlich sind wir in Rudel. Ich nehme die Entschuldigung hiermit an. Oh, ich bin eben ein Softie, das weißt du ja. Ich habe getan, was ich konnte. Jetzt liegt es an ihr. Sie wird leben. Das haben Sie toll gemacht. Ohne Ihre Hilfe hätte ich überhaupt nichts gemacht. Danke, dass Sie nicht zugelassen haben, dass ich es mir leicht mache. Ich habe noch nie eine Kugel entfernen müssen. Nichts ist zu fürchten, außer der Furcht selbst. Und was jetzt? Sie kommt wieder zu sich in 20 Minuten. Die Pfleger vom Zoo werden bald eintreffen, die
wissen, was zu tun ist. Wir sollten nach Hause gehen, bevor die Schule dort nach uns fragt. Wartet. Wir haben euch viel zu verdanken. Ohne euch hätte sie nicht überlebt. Wir danken euch, dass ihr sie hergebracht habt. Vor der Aufnahme drücken wolltest, hättest du dich nicht gleich zu vergiften brauchen. Tut mir echt leid. Es war ein Notfall. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, das klingt albern, alles, was mit dir zu tun hat, ist albern. Deswegen mag ich dich. Du denkst, dass mir meine Freunde wichtiger sind als du. Aber dir war immer die Musik wichtiger als ich? Nein, naja, vielleicht ein bisschen, kann sein. Wir passen nicht zusammen, was? Nein. Aber hey, das Gute daran ist, ein paar der besten Songs der Welt wurden nach Trennungen geschrieben, also ist das doch super für deine Karriere. Es gefällt mir nicht, dass sie ohne uns zurückgeht. Ein Rudel ohne Anführer hat keinen Mittelpunkt und keinen Halt. Sie sollen wissen, dass ich lebe und bald zurückkehre. Das sagt sie ihnen. Wir müssen reden. Weil du geschwänzt hast? Oder weil die Hälfte deiner Sachen weg ist, als ob du weglaufen wolltest? Es geht um Maddie, nicht wahr? Sie gab mir das Gefühl, ich gehöre hierher. Und jetzt? Du hast eine Verantwortung, Ridian. Deinen Freunden, uns und dir selbst gegenüber. Es sind jetzt noch zwei Kinder hier im Haus. Jungs, die in dir ein Vorbild sehen. Zum Erwachsenwerden gehört, dass man das zurückstellt, was man tun möchte, und das tut, was man tun muss. Ich weiß. Ich nehme an, ich habe Hausarrest. Nein. Als Strafe wirst du jeden Tag mit Ollie und Joe eine Stunde draußen sein. Vielleicht lernst du, was Verantwortung ist, wenn jemand von dir abhängig ist. Okay. So schlimm ist die Strafe nicht. Das Essen riecht gut. Linsenauflauf. Wir haben dabei geholfen. Wirklich? Mhm. Was ist drin? Linsen. Okay, Freunde, wir müssen den Tisch decken. Wer übernimmt die Teller? Dann los. Olli, nimmst du die Becher?